Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keuler und ja, im Zuge unserer kleinen Serie Panzer, die man dringend braucht, also die in jeder Garage stehen sollten, sind wir heute auf Stufe 10 angelangt und hier tue ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, extrem schwer, das Video nicht über 3 Stunden Länge zu machen, denn da kommen eigentlich eine ganze Menge Panzer in Frage. Ich habe mich am Ende dazu entschlossen, zwei schwere Panzer, zwei Mediums, zwei TDs und nur einen Aufklärer aufzunehmen. Und da fallen leider deswegen einige Panzer weg. Und es wird dem einen oder anderen nicht gefallen, dass da gewisse Fahrzeuge fehlen, die eigentlich Kultstatus haben. Ich habe den Kultstatus hier mal ein bisschen in den Hintergrund gestellt und habe eher die nützlichen Fahrzeuge mit rausgenommen, die für mich meiner Meinung nach eher Sinn ergeben und die man auf jeden Fall haben sollte. Also auf Stufe 10 haufenweise Panzer, die es eigentlich verdient hätten, aber ich krieg nicht alle unter. Es sei denn, ihr wollt 3 Stunden lang Video schauen. Das wollte ich euch dann trotzdem ersparen. Zwei Mediums. Wir fangen auch mit der Medium-Linie gleich direkt an. Und da befindet sich mein aktueller absoluter Top-Favorit, das ist der STB-1. Wir haben eine extrem starke DPM, so wie ich den hier ausgestattet habe. Man sieht es da, mit Ration, mit allem drum und dran, sind wir bei 4180 Schaden pro Minute. Eine Zielerfassung von 1,73 auf seiner 105 mm Kanone, glaube ich. Ja, eine 105 mm Wumme. Standardmäßig 258 Durchschlag, auf Premium-Munition 330 ungefähr. Mit Heat in dem Fall. Die ist nicht besonders schnell, die Granate. Auch nicht die Standardmunition. Okay, mit 1185 ist okay, aber ist auf jeden Fall machbar spielbar mit der Kiste. Wir haben 14 Grad Gun Depression. Wir haben 21 Grad Gun Elevation. Wir haben eine Nachladezeit von 5,17 Sekunden. Das heißt 11 Schüsse oder 11,6 Schüsse pro Minute. Das ist extrem schnell. 360 Alpha Schaden sind eh schon recht gut. Das ist so Mittelfeld. Gibt natürlich Panzer, die mehr Alpha-Schaden machen, haben allerdings eine deutlich schlechtere Nachladezeit, dementsprechend auch eine deutlich schlechtere DPM. Wenn ihr den antreten lasst gegen ein anderes Medium in puncto DPM, gibt es keinen, der ihm da irgendwie das Wasser reichen kann. Der K91 ist der einzige, der, glaube ich, noch ein bisschen rankommt. Da müssen wir mal schnell die Crew aussetzen. Also von der DPM bei 3612, da habe ich aber kein Dealer-Equipment drin und nichts. Also ist der einzige, der, glaube ich, noch auf dem Level fährt. Aber die anderen, Objekt 140 oder so, die sind gut dabei, aber kommen nicht an den STB-1 ran. Der hat mit 4180 einen absoluten Spitzenwert. Das muss man ganz einfach so sagen. Gunhandling ebenfalls 1,73 Zielerfassung. Wir haben 0,33 Streuung. Das ist absolut in Ordnung für ein Medium. Und dementsprechend ein Fahrzeug, was man unbedingt haben sollte, wenn man irgendwie gern Hügel spielt, Hull Down. Mit 14 Grad Gun Depression könnt ihr so viel machen. Da dieses hydraulische Fahrwerk, was hinten hochfährt, unheimlich starkes Fahrzeug. 2000 Strukturpunkte bringen wir ins Feld. Wir haben eine Turmpanzerung von 220 mm. Das ist nicht besonders viel. Das heißt, sobald einer Premium-Munition schießt, kommt er da eigentlich fast immer durch. Aber wir haben einen recht runden Turm. Das heißt, mit 220 mm kommen wir da nicht unbedingt hin, sondern wir sind so mit 260 mm Panzerung dabei. Das heißt, Standard-Munition bei dem Fahrzeug oder mit dem auf das Fahrzeug mit Standardmunition zu schießen, bringt eher wenig. Das ist so. Turmpanzerung an der Seite und hinten natürlich lächerlich. Mit 60 mm, da kommt dann jeder durch. Dürfte klar sein. Ebenfalls eine extreme Stärke bei dem. So wie ich den jetzt ausgestattet habe, ich 542 Meter Sichtweite. Das ist schon übel. Das ist schon richtig übel. Da kann sich also auch als Scout seine Sporen verdingen. Er ist im Punkt der Beweglichkeit ist nicht der allerschnellste, schafft ka kaum die 50 km/h vorwärts, aber das soll man mal ein bisschen noch drüber wegschauen. Unterm Strich ein extrem starkes Fahrzeug und für mich immer erste Wahl, wenn es um Stufe 10 Fahrzeuge geht und auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ihr in der Garage haben solltet. Ich würde sagen, wir gucken uns den mal im Gefecht an und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. STB-1. Eine Runde im meiner Meinung nach besten Medium auf Stufe 10. Drei Scouts, zwei Artis, drei TDs.
Okay, so kann man das Spiel auch versauen. Schnell weg hier. T100 LT fährt davor zum Passivspotten. Wie, den habe ich erwischt. Hätte ich nicht gedacht. Bin auch der Einzige gewesen, so wie es aussieht. Na gut. Erwischt. Abgeprallt. Ich bitte dich. Abgeprallt nochmal. Nehmen wir ihn da ein bisschen mit. Und da nochmal. Okay, Objekt 430 Uhr, zweimal getroffen. Nicht aufgegangen dabei. So viel zum Thema. Gute Sichtweite bei Rosen, wenn das vorher noch kein Thema war. Die sehen halt nicht weit. Das ist leider so. Viele Sachen, die Rosen gut können. In puncto Ausgeglichenheit und Fehler verzeihen, ist es mit Sicherheit die beste Wahl, wenn man russische Streitkräfte fährt. Aber das war's dann. Die haben nicht die genauesten Kanonen, aber gute. Haben nicht die allerdickste Panzerung, aber eine gute. Im Großen und Ganzen einfach mal überdurchschnittliche Panzer. Ich bleib trotzdem bei meinem STB-1. Hehe. Oben auf der Heavy Line geht es gerade ordentlich zur Sache. Hier wird nicht aktiv gescoutet. EBR wird verjagt. Ah! Natürlich zu weit vorgehalten. Gehen wir dort sein ungefähr. Schätze ich mal. Da könnte jemand sein. Ja, da war auch jemand. Berg 430 U. Schätze mal ungefähr da. Effekt 430 Uhr ist nicht mehr besonders viel übrig. Da nochmal einen Schuss anbringen. Jetzt wird es ja auch hier ein bisschen herumgeebert. Wie gesagt, es fehlt ihm ein bisschen an Mobilität. Das muss man leider so mit ansagen. Wir haben die Heavy Line verloren. Allerdings sind wir mit drei Panzern vorne. Mit den Strukturpunkten allerdings hinten. Haben wir einen Chieftain in den eigenen Reihen? Aber nix. Ah, langsamer, eher langsame Munition. Boah, daneben. Ist er ganz hinten? Fünf zu zwei sieht nicht so schlecht aus. Artillerie. Haut ihm da ein bisschen einer oben auf den Sack. VZ, der ist mir ein bisschen zu nah. Da ist er raus. Abgebrochen. Nee, da bin ich durchgekommen. Tatsache.
Vielleicht können wir den ganzen hier ein bisschen umfahren und ein bisschen in den Rücken fallen. Der VZ hat es ja mit dem T95 Chieftain da extrem schwierig. Oder sollte es extrem schwierig haben. Artis offen. Höchste Eisenbahn, das soll ich mal drum rumfahren. Jetzt nicht die Überrunde. Wird auch nicht viel besser werden. Ein bisschen was mehr von der DBM hätte ich gern gezeigt. Aber wer das Fahrzeug nicht auf dem Schirm hatte, hat es jetzt vielleicht. Das wäre echt genial. Premium-Munition oder mit Standard? Mit Standard. Raus ist er. Natürlich deutlich zu viel riskiert hier. Ordentlich Alpha-Schaden. Wenn er jetzt HE reinhaut, müsste es normalerweise reichen bei mir. Komm, mach. Oh, abgeprallt. Schweinerei. Nochmal abgeprallt. Dreht der Turm genau richtig. Nochmal abgeprallt. Bisschen zu weit links. Übel, übel, übel. Da ging daneben. Meine Güte. Kein Kill, 1800 Schaden. Das ist nicht unbedingt dolle. Gehen wir hier noch ein bisschen drauf. Und holen uns den Kill. Wenigstens einen. Also, nicht die beste Mobilität, aber die beste DPM. Mit Abstand die beste DPM. Für einen Medium extrem stark. 14 Grad Gun Depression. 20 Grad Gun Elevation. Das Fahrzeug müsst ihr haben. 2000 Strukturpunkte, auch noch mehr als ja, die meisten. Und weil ich mich auf 2 beschränken muss, nicht nur weil ich mich auf 2 beschränken muss, das wäre sowieso meine erste Wahl gewesen, der gehört auf jeden Fall in jede einzelne Garage. Wir zahlen ordentlich drauf, ist egal. Habe ich ja für euch gemacht. Mein Tipp Nummer 1, der ist die B1 auf Stufe 10. Fahrzeuge, die jeder haben sollte, da gehört auf jeden Fall dazu. Tipp Nummer 2 bei den Mediums, ja, wie gesagt, extrem starke Klasse, aber am Ende ist es das Objekt 140 geworden. Ich könnte auch den CS nehmen, den polnischen Medium. Auch der Progetto ist ein extrem starker, Progetto 65. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Um ein bisschen Kult reinzubringen, vielleicht ein E50M oder ein Leopard, wäre ebenfalls drin gewesen. Aber ich kann mich am Ende nur, ich wollte halt das Ganze ein bisschen begrenzen, ihr habt es glaube ich verstanden. Und dementsprechend ist das Objekt 140 auf jeden Fall ein Pflichtpanzer, darf in keinem Bollwerk oder sonst nirgends fehlen. Dementsprechend gehört der auf jeden Fall mit dazu. 320 Alpha-Schaden, 264 Durchschlag auf Standardmunition, auf Premium-Munition haben wir 330 Durchschlag, in dem Fall Heat. APCR mit 1535 Meter pro Sekunde unterwegs, richtig schnelle Munition. Und wir haben eine Feuerrate von 11 Schuss pro Minute bei 5,4 Sekunden Nachladezeit, eine DPM von 3500. Genauigkeit 0,32, Einzielzeit 1,92. Kann man natürlich alles noch verbessern mit Lila Equipment. Wie gesagt, ich habe meinen Schwerpunkt auf den STB gelegt. Dementsprechend hat der mein Lila Equipment drin. Und so viel Lila Equipment habe ich noch nicht. Ja. Turmpanzerung 240 mm, alles rund. Dementsprechend ja, schätzungsweise bis 280 mm Turmpanzerung. Jeder muss da Premium-Munition laden, wenn er am Turm irgendwas machen möchte. Es sei denn, er zielt hier auf die Kommandantenkuppel. Die ist natürlich ein Weak Spot. Wandpanzerung 110 mm, da kann man nicht besonders viel erwarten. Ansonsten schön mobil das Fahrzeug. Wir sind mit 55 km vorwärts und 20 km rückwärts deutlich flotter unterwegs als der Japaner und haben da immer noch ein bisschen Luft nach oben, indem man Turbo einbaut, wenn man das unbedingt möchte. Sichtweite 487 Meter kann man natürlich auch noch deutlich besser machen.
Aber ich denke mal, bei 510 Meter dürfte dann Schluss sein. Da ist der Japaner ebenfalls wieder ein Stückchen vorne weg. Also mein zweiter Tipp, Objekt 140. Ich würde sagen, wir gucken uns den ebenfalls im Gefecht an und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Zehner Gefecht, natürlich. Objekt 140. Mal gucken, was hier so geht. Fahren wir in die Mitte oder eher nicht? Ich glaube, wir werden in die Mitte fahren. Angriffsgefecht, das heißt, wir müssen erobern oder zerstören. Der Gegner müsste theoretisch nur zerstören oder warten. Die Möglichkeiten gibt's. Drei Aufklärer, eine Artillerie, drei TDs. Jetzt haben sie die Artillerie ein bisschen eingedämmt. Artillerie könnte direkt mal draufhauen. War doch jemand sehr aktiv. Das war eine gute Wahl ist. Grille steht immer noch da hinten. Aber wird zumindest aufgemacht. Naja, gibt es nichts dafür. Ach, schön schnell eingezielt. Hat jemand seinen Aufklärer weggeschmissen? Da rein mit. Chieftain. Ein bisschen sehr, sehr nassforsch. Wir werden es hier zurückziehen, ansonsten macht der Chieftain gleich Hackfleisch aus uns. Da ist er auch schon. Was für eine Überraschung. Premium-Munition. Riesen Gandebeschen haben wir natürlich nicht beim Fahrzeug. Ist halt ein Russe, aber wir kommen auf jeden Fall klar damit. Mal keinen Schuss drauf. Ebenfalls keinen Schuss drauf. 3 zu 0, strukturpunktemäßig 4000 vorn. Richtiger Allrounder. Traust du dich oder traust du dich nicht? Traut sich nicht. Zu 1, boah, ist das eindeutig. Hauen wir blind einen rein. Artillerie, raus. Sieht aktuell sehr nach einem Desaster für den Gegner aus. Chieftain haben sie schon verloren, oder? Ne, er ist noch am Leben, aber es ist nicht mehr viel übrig. Mit nicht mehr viel meine ich das One-Shot. Mit 88 HP auf jeden Fall One-Shot. Wir werden uns da drüben mal die Seite gönnen. Gehen wir da mal einen mit. Okay, ein bisschen Aufklärungsschaden gehört ja ebenfalls dazu. Nee. Da kannst du auch mit Bremen nichts machen, mein Freund. Geht nicht immer. Mantico rechts. Gibt natürlich sofort eine mit. Wir fahren hier mal im Rückwärtsgang.
Der ist ein Problem. Bin ich immer noch offen? Wunderbar. TVP konnte man sich verlassen. Keine 1000 Punkte bisher. Und es wird auch nicht mehr viel mehr werden. Auch nicht, wenn ich hier so rumrödel. Bisschen Unterstützungsschaden, ja. Den gibt es noch oben drauf. SDP 1 da drüben. Rausnehmen wird mich, glaube ich, keiner mehr. Doch, ja, eventuell der 60 TP. Aber wir werden ihm noch ein bisschen was verpassen. Da noch eine rein. Ja. Also ebenfalls nur 1644 Schadenspunkte gemacht. Bisschen was geblockt, bisschen was aufgeklärt. Insgesamt ein Triple Quattro. Also alle drei Werte auf vierstelligen Bereich gehoben. Sodale. Was gibt's dafür? Wenden wir da Jan her. So viel gewonnen haben wir heute noch nicht. Das Ganze ist nicht mal ein Zweier. Okay, ist okay. Das ist nicht die Mega-Runde, aber das Objekt 140 braucht, glaube ich, keiner mehr erklärt bekommen. 24.000 machen wir plus. Ja, für mich der zweite Medium, der auf jeden Fall in eure Garage gehört. Der CS63 jetzt ebenfalls geschafft. Normalerweise, wenn es um Kult gegangen wäre, wäre entweder ein E50M oder ein Leopard 1 mit dabei gewesen. Wenn es um die böse Kanone gegangen wäre, der K91 eventuell, Objekt 430U finde ich nicht mehr ganz so stark. Könnte man noch mehr dazu nehmen, aber der ist schon ein bisschen außerhalb der Range. Ja, die beiden Autoloader, weder der Progetto noch der TVP haben es geschafft. Also die Skodas normalerweise immer stark, können allerdings mit einem Clip nicht unbedingt jedes Fahrzeug rausnehmen. Da fehlt es ein bisschen. Und den Progetto finde ich im Großen und Ganzen starken Panzer, aber dem fehlt es ein bisschen an Panzerung. Deswegen Objekt 140 und SDB1, meine beiden Fahrzeuge auf Stufe 10, beiden Mediums, die ihr unbedingt haben solltet. Wir wechseln zum schweren Panzer und da gehört auf jeden Fall dazu der Super Conqueror. Warum habe ich mich gerade für den entschieden und nicht zum Beispiel für den Kranwagen? Kranwagen ist ein bisschen schlechter gemacht worden, leider. Hat immer noch einen extrem starken Turm, eine richtig gute Kanone. Punkte Beweglichkeit haben sie ein bisschen eingeschränkt. Ich finde den Super Conqueror eine kleine Ecke besser. Dementsprechend habe ich mich hier für den entschieden und will auf jeden Fall, dass der mit dabei ist. Einer von zwei schweren Panzern, die ihr haben müsst, ist der Super Conqueror. Ich würde sagen, wir gucken uns den gleich im Gefecht an, ohne jetzt irgendwie auf die Werte einzugehen. Dürfte alles ein bisschen legendär sein, schätze ich mal. Turmpanzerung 280mm, Schottpanzerung noch dazu. Da kann auf jeden Fall, wir können alle einstecken. Jeder prallt am Turm ab. Das ist richtig geiles Gerät. Gucken wir uns im Gefecht an, was die Kiste so kann. Bis gleich. Ab ins Hü-Hü-Hü-Hü-Hü gelandet. Punkt Mobilität sind wir bei einem schweren Panzer. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Der wird nicht schnell. Hab dieses nette Design hier, ich glaube, das war Weihnachten drin, oder? Bin mir nicht sicher. Netter 3D-Stil, klingt auch ein bisschen anders. Ist nicht unbedingt wie ein Panzer, eher wie ein Raumschiff. Aber ist okay, sieht geil aus. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von der Panzerung zeigen kann. Ebenfalls beim Fahrzeug eine richtig geile DPM. 7,15 Sekunden Nachladezeit für 400 Alpha-Schaden. Durchschlag 259 auf Standard. 326 auf Premium APCR. Standardmunition nicht besonders schnell mit 1067 Meter pro Sekunde. Und auf HE haben wir Hash. Da haben wir sie. 120 Durchschlag, 515 Alpha-Schaden. Die ist ebenfalls schnell mit 1007. Die ist dann wieder schneller mit 1067 Meter pro Sekunde. Erwartet man ja nicht unbedingt von einer HE-Granate. Karo 45 Tonnen im eigenen Team, im Gegnerteam kein Belohnungspanzer. Und wir wollen da auch nicht so hoch fahren, habe ich das Gefühl. Boah, ich müsste aber. Einer müsste hier die Seite wecken.
kein TD, der da irgendwie helfen kann. Abgeprallt, abgeprallt. Ja, ich lade halt auch schneller nach, als du dir das vorstellen kannst. Ordentlich auch von oben aufgemischt gleich. Wenn wir hier nicht aufpassen. Artillerie kommt noch nicht auf die Idee. Also ich bin hier gerade aktuell nur ein Unterstützer, mehr nicht. Ne, da war nix. Gehen wir mal fesch. Abgeprallt mit Hash, okay. Wieder abgeprallt mit Hash. Wollen wir darüber reden oder nicht? Da machen wir ein bisschen Schaden. Da nochmal eine oben rein. SDB1 gibt mir gerade hier den Rest. Finde ich nicht so lustig. Ja, ich weiß, dass ich mich zurückziehen sollte. Abgeprallt. Boah, bitte. FV mit Standardmunition. Kann man das einer erklären? Ich kann mich hier nicht zurückfallen lassen. Was ist los mit euch? Wäre gut, wenn hier irgendjemand umfahren würde. Also 3000 Schadenspunkte geblockt bisher, ist glaube ich nicht so übel. Da kommen wir durch. Fangen uns natürlich gleich wieder eine. Bitte lass mich auch ein bisschen mit vor. Nein. Nee, ich zieh mich nicht zurück, du Knalltüte. Was ist los mit dir? Wenn ich mich zurückziehe, dann verlieren wir. Das muss mir bitte mal einer erklären. Wie soll ich mich da zurückfallen lassen? Da ist der VZ. Kriegst mit dem Kranwagen zu tun. Ebenfalls ein extrem starker Panzer. Aber keiner, den ich unbedingt anbieten würde. Offen. Extrem starker Turm. Nachladezeit. Ah, jetzt fehlt es natürlich die Geschwindigkeit. Daneben. Bisschen was noch. Komm, 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 komm. Ich. Obere Wanne abgeprallt. Schade. Okay, mehr kriege ich nicht. Bisschen Ardi. Vielleicht nochmal Sheridan, aber ich glaube nicht, dass ich da was abbekomme. Gehen wir auf HE. Sheridan hat nicht mehr viel HP. Und von dem werden wir auch nichts abbekommen. Ich denke mal, dass sich eher der Scout den holt. Oder er sich irgendwie, okay, vom Karo 45 zerstören lässt. 2200 Schaden gemacht, 3070 Schaden geblockt. Wir haben ein bisschen was von der Panzerung gesehen. Wir haben ein bisschen wenig gesehen von der TPM. Ich bin hier schon lange nicht mehr gefahren. Müsste mich wieder darauf einspielen. Aber ihr wisst ungefähr, wer das ist und was ich mit dem vorhab. Oder was man mit dem vorhaben könnte. Exzellenter Panzer nach wie vor, sehr starke TPM, mit 3365 ist er gut dabei, kann man natürlich deutlich besser machen mit dem richtigen Equipment und wir machen ein bisschen Plus, ist auch okay.
Sind irgendwo im Mittelfeld gelandet, extrem starke Runde von unserem Team. Mein Panzer oder einer der schweren Panzer, die auf jeden Fall in eure Garage gehören auf Stufe 10, ist der Super Conqueror. Jetzt kommen wir zu einem Panzer, den ich nicht habe, aber den ist auf jeden Fall, den ihr auf jeden Fall euch zulegen müsst, Pflichtprogramm. Das ist der AMX M454. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen eine Überraschung, dass eine Maus nicht mit dabei ist, finde ich meiner Meinung nach kultig, aber zu schwach. E100, kultig, aber zu schwach. Der hier ist übel, böse und gemein und die Kiste solltet ihr ebenfalls unbedingt haben. Gibt zwei Kanonen, die ihr euch ausruhen könnt, die 130 oder die 120. Natürlich mehr oder weniger Alpha-Schaden, das kommt immer drauf an. Durchschlag ein bisschen mehr oder weniger, kommt ebenfalls drauf an und wie viel DPM er hat. Mit der großen Kanone macht das sehr viel Spaß, mit der kleinen ebenfalls. Turm hält eine ganze Menge aus. Wir haben 300 mm frontale Panzerung, Wandpanzerung 220 mm und angeschrägt. Also der hat eine extrem starkere obere Wanne, auch die untere Wanne nicht so einfach zu durchdringen. Und ist ein richtiger, schwerer Panzer. Auf jeden Fall Frontlinie, da gehört er ganz nach vorn. Da muss er unbedingt hin. Einzielzeit bei 1,73 Sekunden. Extrem stark für die kleine Kanone. Bei der großen sind wir bei über 2 Sekunden Einzelzeit. Punktgenauigkeit nehmen die beiden sich nichts. 0,32. 2200 Strukturpunkte. Zum Sidescrapen jetzt nicht unbedingt geeignet. 85 Tonnen bringt das Ganze mit ins Gefecht. 35 km vorwärts und rückwärts. Ebenfalls kein extrem starker Wert, aber ist halt ein Heavy und er sollte auch so behandelt und gefahren werden. Wie gesagt, den habe ich nicht, den werden wir uns im Replay angucken und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir gelandet mit Differmax im AMX M454. Fährt im Zug mit Bullet RV, beide vom Clan Agony. Ne, der eine ist von Agony und der andere ist von Agohy. Ich denke mal, dass die Clans zusammengehören, das eine dürfte der Farm-Clan sein, also der erste und der andere der zweite Clan. Lila Equipment, so wie sich das gehört, für den Panzer, den man gern fährt. Und wir haben standardmäßig 296 Durchschlag, hat die große Kanone drin mit 130 Schaden. Auf Premium-Munition und auf Standard-Munition, die er nicht dabei hat, hätten wir 250 Durchschlag. Hat HE dabei 65 Durchschlag bei 640 Schaden. 40 km erreicht er. Und wir sind im Reihen. Nee, 10er Gefecht mit 9er Unterstützung. Okay, kann man machen. Ah. Mal blind einen reinhauen irgendwie. Ja, okay, kann man machen. Also, wir werden hier, denke ich mal, eher im Nahkampf agieren, denn wir sind auf Siegfriedlinie. Und da ist auf jeden Fall für den Stadtbereich eher ausgelegt. Ein Heavy, der unbedingt auf den im Hügelland spielen sollte, gibt es nicht besonders viele. Welche einfallen, tut mir nur der Super Conqueror, vielleicht noch der VZ. Und wenn man aus der zweiten Reihe spielt, der andere Franzose, AMX 50B. Aber der stand ebenfalls nicht zur Debatte, wo ich ihn ebenfalls für stark halte, ist aber für mich kein richtiger schwerer Panzer. Dementsprechend keiner, den man unbedingt haben muss. Ah, da hat das Objekt 430 hier ein bisschen verpasst. Schade. Keine Artillerie bedeutet, dass wir hier recht unverfroren und entspannt agieren können. Ziehen uns hier aus der Gasse zurück, werden, denke ich mal, gleich in die linke Gasse fahren. Dort von unserer Panzerung profitieren und dem Gegner ein bisschen an den Rand der Verzweiflung treiben. Das ist schon mal keiner. Grille da oben. Könnte sein. Selbst die Grille mit ihrer recht präzisen Kanone hat ja ein mächtiges Problem gegen das Fahrzeug. Bam. Oh, schnell eingezielt noch. T10 ohne Chance.
628 Schaden mit einem Schuss ist schon mal ziemlich geil. Kommandantenkuppel, nein. Kann er sich früh genug zurückziehen? 2 zu 1, da oben ist die Grille. Gib ihm. Bam, 529. So, jetzt stellen wir uns mal hierher und machen den Gegner ein bisschen nervös. Der ist nicht vielleicht unbedingt der effektivste Schuss gewesen. Aber hat zumindest dafür gesorgt, dass der Gegner sich vielleicht ein bisschen in die Hosen macht. Zieht sich hier wieder zurück, macht er genau richtig. Ich werde auch nicht zu aktiv an seiner Stelle. Ja, große Kanone sorgt dafür, dass wir das Ding leider Premium-only spielen müssen. ...250 Durchschlag, nicht unbedingt zeitgemäß. Oh, das Hinterteil von der IS-4. Da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ein bisschen Schaden zu machen. Wenn sie noch nicht weggefahren ist, ist sie nicht. Kriegen wir jetzt die Seite zu sehen. Angezündet, Brutzel, Brutzel. So habt ihr das gern, ich weiß es. Bam. Tote sterben. IS-4 verabschiedet sich in die Garage. 3500 Schaden gemacht. 1140 geblockt. 1193 aufgeklärt. Boah, Schuss ging nirgendwo hin. Objekt 430 prallt bei uns ab. Wir können ihn dafür nicht bestrafen. Da ist der BZ. BZ-75. Aufpassen, dass uns hier nicht noch eine verprellt. Da gibt es noch eine. T-10 bleibt bei uns hängen. Von uns kriegt er dafür 528. Machen wir. Jawohl. Skoda T-50 bleibt hängen. Wir können... 612 an TNH VZ51. Ne, jetzt bist du raus, Digga. Wir holen uns jetzt unseren Schaden. Über 5000 schon. Der ist die Position weggegeben. Zu Recht. Jetzt sind wir dran. Super Conqueror gibt uns eine mit. Wir sind runtergeschossen auf 1400 Strukturpunkte, haben aber über 5600 Schaden gemacht. Das ist gut. Skoda bleibt wieder hängen. Im zweiten Schuss kann er uns da ein bisschen was drücken. Dann noch eine oben drauf. Spielt da hinten aus der zweiten Reihe, genau richtig. Ein bisschen Schaden gemacht, haben wir uns auf 745 runterschießen lassen. 4 zu 4 steht's, von den Strukturpunkten her annähernd ausgeglichen. Du bist hier am Weg. Fahr zurück, nö, machen wir nicht. Dem geben wir eine mit. Untere Wanne, kein Problem. Schön, wie er da schon eingezielt war. Und sein AP-Schuss wird geblockt. Brauchst du gar nicht reinmachen, wenn du auf den hier triffst. Kannst schon direkt Premium laden. ...4 zu 5. Uns fehlt jetzt eine Kanone gegenüber dem Gegner. Dafür haben wir ein paar Strukturpunkte mehr. 1800. Also ich ärgere mich immer, dass ich den noch nicht habe. Weil ich den wirklich, wirklich gut finde. Aber ich würde halt auch ganz gern warten, bis er nochmal oben an der Spitze ist. Ich glaube, der war schon. Jetzt wird ja auch gewartet. Über 4000 Schaden schon geblockt. Schon genial. Die Kiste wirklich was kann. Wir wollen es halt nicht noch einen Schuss fressen vom BZ. Denn der ist mit 650 Alpha-Schaden ist er schon richtig übel unterwegs. Das würde ich gern vermeiden. Das war, glaube ich, ein Fehler, hätte ich beinahe gedacht. Nee, war keiner. Schaden geblockt, aber auch kein Schaden angebracht.
Vielleicht rutscht er doch mal ein bisschen runter. Wenn er sich ein bisschen bewegt. Wir können leider ja aktuell im Spielgeschehen nicht viel ändern. Es tut uns leid, oder tut mir leid, aber wir sind ein bisschen eingeklemmt. Oh, vielen Dank für die Einladung. Richtung Kettenrad gezielt. Schaden gemacht, Kettenrad aber nicht zerstört. Egal, 6700 Schadenspunkte sind schon wieder. Bäm. BZ prallt ab, wir kriegen den Schuss. sechs steht's. Da noch ein TNH VZ51. Zu weit rausgefahren. Und unser Kill Nummer 2. Zugkollege ebenfalls noch am Leben, hat ähnlich viel Strukturpunkte. Aber dürfte nicht mehr annähernd so viel Schaden gemacht haben. Denn wir sind unsere eher aktivere Spielweise hier dem Gegner auf jeden Fall ein bisschen den Rang abgelaufen. Also mit eigenen Teamkollegen, Zugkollegen. Ist schon ein mächtiges Gerät auf jeden Fall. Und wir sind ungefähr 2500 Strukturpunkte von 2600. Keiner will aktiver werden. Von den Kanonen her sind wir ausgeglichen. Und bei dem Stand von 745 HP, die wir noch haben, ist, glaube ich, jeder Treffer, den wir hier kassieren, ziemlich gemein. Wirft uns nach hinten. Krille 15 holt sich unseren TNH. Links der Medium. Back 430, ne, zieht sich zurück. EBR ist wieder offen. Geht jetzt die Grille an. Wenn unsere Grille auch noch verlieren, wird es dann schon nicht mehr ganz so leicht. Hat sich da super eingebaut, der PZ. EBR holt sich jetzt unsere Grille. Ja, hab's mir gedacht. Können leider nicht nach rechts agieren. Bams. 587 Schaden. Haben EBR. Bisschen mehr wäre schön gewesen, wäre raus. Okay. T57 holt sich den gegnerischen TNH. Und wir sind bei 8200 Schaden ausgeteilt, 5350 geblockt, 1193 aufgeklärt. Wir müssen hier leider noch mal ein bisschen die Aktivität ausnutzen oder aktiver werden. Ansonsten wird das hier keine Runde, die wir gewinnen. Bam, Grille 15 raus, Kill Nummer 3. Ist schon ein mächtiges Geschütz, gibt's nichts zu meckern. Kollege, noch weniger HP. Wie bitteschön hat er den getroffen? Das muss mir mal einer erklären. Und er zieht sich da zurück. PZ-75 mit dem Turbo, schätze ich mal. Zieht sich da aus der Affäre. Boah. Der Radpanzer ist extrem lässig. Zumal wir keinen Scout mehr haben. Keiner da. Truck über die Straßenkreuzung. Da nochmal Schaden angebracht. Objekt 430U oder 430 mit genügend Schadenspotenzial, um uns beim nächsten Schuss rauszunehmen. Das ist 430.
wird gleich rausgetrieben. Zugkollege ist schon angewiesen, da ein bisschen Druck zu machen auf den Russen. Ich glaube nicht, dass er sich raustraut. Okay, super. 11:9. Letzten 2 Minuten laufen. Rausnehmen kann uns der TNH, der Stritzwagen und auch der BZ natürlich, also jeder hier, sogar der EBR, wenn er uns von hinten trifft, könnte uns hier den Todesstoß versetzen. Da nochmal ein Schuss. Heavy setzt ein in unsere Panzerung und holt sich mit dem letzten Schuss in den gegnerischen TNH VZ-51. Zugkollege raus. Stritzi wird uns leider nicht so einfach entgegenfahren, schätze ich mal. Letzte Minute läuft. EBR schon seit längerer Zeit nicht offen gewesen. Stritzwagen 103B schon seit längerer Zeit nicht offen gewesen. Da ist er. Kaum sagt man es, geht er schon auf. Ich denke mal, der BZ wird gleich ins Gras beißen. Wie das Vegetarier und Veganer halt so machen. Gehen wir da einen Schuss drauf. Abgeprallt natürlich. Der ist natürlich abgeprallt. Was sonst? Reicht leider nicht mehr aus, um hier noch durchzukappen. Es sei denn, alle Fahrzeuge fahren jetzt sofort rein. Schritt sie raus, die letzten Sekunden laufen. Vom EBR weit und breit nichts zu sehen. Das Ganze endet unentschieden. Über 10.000 Schaden gemacht, über 6.000 Schaden geblockt. Nur 6.000 Schaden geblockt und über 1.100 Schaden aufgeklärt. Mal gucken, was die Auswertung dazu meint. So, unentschieden, wie gesagt. Ein High-Kaliber gibt es, eine Stahlwand und einen Confederate. Hier ein bisschen was. Ein M ist das Ganze auch noch. Keine Anleihen. 954 Basis XP, besser als alle anderen. Der Pennard wäre noch mit 649 da in der Nähe, aber ja, im Großen und Ganzen hat hier jemand das Spiel verstanden, das Fahrzeug verstanden und dementsprechend den Gegner hier niedergekämpft. Am Ende war es der EBR, der da alles hat rausreißen können und das Ganze zum Unentschieden umgedreht hat. 15 Minuten hat das Ganze gedauert und war recht interessant. Damix M4 MLE 54, der zweite Heavy, den ihr unbedingt in eurer Garage stehen haben solltet, wenn ihr auf Stufe 10 unterwegs seid, gehört er einfach dazu. Ich habe ihn noch nicht, weiß ich selber. Und ja, also, Superconquerer und AMX sind die beiden schweren Panzer, die ihr haben solltet. Auch hier wäre es wieder gewesen, ein 277 ist mit einem Kult daher, kommt auch mit einer recht vernünftigen Kanone, muss nicht unbedingt sein. IS-7 Kultpanzer, IS-4 Kultpanzer, meiner Meinung nach nicht stark genug, obwohl sie von der Panzerung her gut sind, aber wenn immer nur Premium geschossen wird, haben die eben auch ihre Grenzen. VZ-55 ebenfalls ein starker Panzer. Ich habe mich halt für zwei entscheiden müssen, deswegen sind das diese geworden. Von japanischer oder chinesischer Seite kommt nicht besonders viel Gutes, das muss man ja sagen. Die sind in allen Belangen eine ganze Ecke schlechter. Dementsprechend fallen die da raus. Und der T110E5 meiner Meinung nach nicht gut genug dafür, dass man den haben sollte unbedingt. Ne? So, ich würde sagen, wir wechseln zu den TDs und dann gehen wir gleich zurück ins Spiel. Bis gleich.
So, weiter geht's. Der erste TD auf Stufe 10, den ihr ja unbedingt in der Garage haben solltet, das ist das Objekt 268 Version 4, einer von zwei TDs der Russen auf Stufe 10 und hat drauf eine 152mm Kanone mit 293 Durchschlag auf Standard, 360 auf Premium Munition, mit einer recht guten Frontpanzerung. Hat allerdings das Problem, dass aktuell auf Stufe 10 ich schätze mal ungefähr 75% Premium-Munition geschossen wird und nur 25% Standard-Munition. Und da ist die Frontpanzerung nicht mehr genauso viel wert, wie es früher mal war. Gehe davon aus, dass ihr mit dem Fahrzeug längst nicht so viel Schaden blocken könnt, wie das sonst eigentlich der Fall sein müsste. Finde ich ein bisschen schade, aber kann man leider nichts dran ändern. Die liebe Firma Wargaming, ganz im speziellen Fall World of Tanks, hat es da nicht so mit dem ausgeglichenen Spiel. Es wird einfach viel zu viel Premium geschossen, meiner Meinung nach. Es wird halt nicht so gern gezielt, habe ich das Gefühl. Schwer zu sagen, wie das Ganze sich da verhält, wenn man es ganz genau nimmt. Aber naja, die Firma will Geld verdienen. Das wissen wir ja nicht erst seit gestern. So, Conqueror gibt uns eine mit. Mit Standardmunition übrigens. Muss man fast schon Beifall klatschen. Aber die ganzen größeren Fahrzeuge mit mehr Alpha-Schaden, mit auch mit einer längeren Nachladezeit unterwegs sind, sind fast alle mit Premium-Munition unterwegs, weil es gar nicht anders geht. Du willst natürlich versuchen, jeden Schuss nach Möglichkeit, den du anbringst, auch wirklich durchzubringen. Und dafür muss man einiges tun. Unter anderem halt Premium-Munition schießen. Wäre ich da hinten ein bisschen unterstützt oder eher nicht? War natürlich nur in die Kette. Mein Talent mal wieder. Der, denke ich mal, dürfte auch mit Premium-Munition unterwegs sein. Geben wir ihm eine mit. Standard natürlich. Ich habe gerade keine Zeit zum Nachladen. Abgeprallt. Leopard 1, Maß für eine Überraschung. HPCR Premium Munition. Von den 560 Schaden, die ich gerade geblockt habe, hätten es eigentlich schon deutlich mehr sein müssen. Da kommen wir durchs Kettenrad durch, durchs vordere. Mit Standard im Übrigen. Auch bei einem AMX M454, auch wenn er gut frontal gepanzert ist. Er schießt natürlich mit der Premium AP, Leopard mit der APCR. Ja, weil Leopard prallt ab. Oh, mit APCR. Wer hätte das gedacht? Ich weiß, man tut natürlich alles Mögliche für den Sieg. Ist halt trotzdem ja schwierig, dann das Spiel zu mögen, wenn es am Ende nur aufs Geld ausläuft. Der mit der meisten Kohle macht da das Spiel, finde ich, ja, nicht so dolle. Rüber. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen genauer einziehen sollen. Aber wollte ich nicht. Ich wollte, dass da drüber geht. Selbstverständlich. So, großer Nachteil natürlich beim Panzer, der keinen Turm hat. Wenn er mal die Kette gezogen bekommt,
Es ist dann relativ schnell vorbei. Ich ziehe mir da ein bisschen die Kette, aber hat nicht sollen sein. 0 zu 6. Auch hier wieder leicht zu sehen, dass ein Chieftain nicht unbedingt das Spiel ausmacht. Ja, schieb mich an, das ist eine gute Idee. Der nimmt mich jetzt raus. Ne. Hat aber Premium-Munition drin. Zumindest versucht, ihm da irgendwas Böses zu tun. Hat natürlich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Panzerung kann sich ab und zu blicken lassen, ja. Hat halt hier und da ihre Schwächen, sobald die Gegner das goldene Munitionchen laden. Nochmal einen kritischen Treffer, aber das war's dann auch. Wir werden mal auf Premium wechseln, die wir gerade eben so verpönt haben. Ne, wir gehen auf Standard. Da ist nicht mehr viel übrig. Ein paar Kilogramm Leopard. Boah, das wäre mein Kill gewesen. Und das wird auf jeden Fall nicht mein Kill. Viel zu wenig Schaden, Freunde. Tut mir wahnsinnig leid. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Schaden anbringen. Bam. 638. Wir werden gleich noch eine zweite Runde hinten dran hängen, ohne groß nachzusteuern. 15 zu 3. Ziemlich eindeutige Angelegenheit. Das Fahrzeug dürfte, glaube ich, jedem geläufig sein, der so auf Stufe 10 gern mit TDs unterwegs ist. Zweite Reihe mit dem Spiel, nicht unbedingt das Beste. Punkt Genauigkeit gibt es deutlich bessere Panzer. Das ist übrigens mein erster Tagessieg, wenn mich hier alles täuscht. Ja, läuft wieder richtig geil heute. So richtig gut. Wir sind irgendwo im Mittelfeld gelandet. Also wir hängen gleich noch die zweite Runde hinten dran. Einfach mal, weil es sein muss. Ich würde gerne ein bisschen mehr zeigen vom Fahrzeug. Dann gibt es auf Stufe 10 noch das Objekt 268. Hat ein bisschen mehr Alpha-Schaden, hat allerdings, glaube ich, eine eingeschränktere Mobilität. Das macht das nicht besonders interessant zum Fahren. Und die Panzerung ist ähnlich gut, aber glaube ich, eine Nuance schlechter. Dementsprechend das 268 Version 4. Beides natürlich Panzer ohne Turm. Meiner Meinung nach eher was dafür hier. So. Begegnungsgefecht, herzlichen Glückwunsch. Kein Aufklärer. 4 TDs. Ein Foch. Noch ein Foch. Strezi 103B und ein E4. Ja, geht doch mit Standardmunition normal. Ordentlich schwere Panzer dabei. Wollen wir die Heavy-Gasse fahren oder nicht? Haben eigentlich auch genügend schwere Panzer dabei. Zweimal Arti pro Seite. Boah. Der Karte absolut unnötig. Damas. Hier ist der WZ. Ebenfalls mächtige Kanone. Auf dem Chinesen TD. Aber man merkt es, mobilitätsmäßig sind wir dem um Längen voraus. Unnötig mit dem zu fahren. So, was hier bei noch aufgemacht wird. Abgeprallt. Super. An der Seite. Ach, ist das schön.
Ach, meine Güte. Ich werde hier leider ein bisschen lauern müssen. Ich hoffe, dass sie da oben einnehmen, was einzunehmen geht. Und ich hoffe, dass hier noch irgendjemand auf die Seite kommt und mir ein bisschen Unterstützung gibt. Leon aufgeklärt. Oh, direkt hinter mir. Der ist durchgefahren. Schießt gleich meine Kette. Nee, macht er nicht. Abgeprallt. Foch. Oh, das wird schlecht enden. Das wird übel, übel enden. Hoffentlich gibt mir der Foch da keiner mit. Fährt auf der falschen Seite lang. Geben wir ihm eine drauf. Die kommen da echt durch. Das ist total lieb von euch, dass ihr da oben auf der. Die schießen uns hier in Grund und Boden, ist das genial. Habe ich keine Chance, da brauchen wir uns nichts vormachen. Abgeprallt, jawohl. Okay. Ach, herrlich. Unten alles komplett vernachlässigt. Jetzt kommen sie angerollt. Ich würde sagen, wir brechen das Ganze mal ab. Meine bescheidenen Leistungen zeigen immer wieder, dass der Panzer nicht in allen Händen eine wirklich gute Waffe ist. Trotzdem, meine absolute Empfehlung ist das Objekt 268 Version 4. Man kann richtig geile Runden damit haben. Habe ich heute schon ein paar Runden probiert. Man sieht es da, 5 Runden. Meine 2000er Wertung, ein Sieg bisher. Und das Ding werden wir mit Sicherheit auch verlieren. Liegt auf jeden Fall an mir, dass ich die Kiste einfach nicht ordentlich bewegt bekomme. Ja, also meine Empfehlung Nummer 1, das Objekt 268 Version 4 ist eine DD auf Stufe 10, den ihr unbedingt haben müsst. So. Der zweite, den ihr unbedingt haben solltet, ist. Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt für mich. Entweder wir nehmen die Krille 15 oder wir nehmen den Stritzwagen 103 B. Ich bin, weil ich ja so als alter Germane unterwegs bin, eher für die Krille 15. Die hat zwar ein bisschen weniger Durchschlag auf Standardmunition und auf Premium-Munition sind wir, glaube ich, ungefähr ähnlich. Ja, ungefähr ähnlich. In puncto Mobilität nehmen die beiden sich nicht besonders viel, sind recht flott unterwegs. Beim Stritzwagen 103B ist halt, dass man in diesem Siege-Modus unterwegs ist. Also zum Feuern muss man das Fahrzeug massiv verlangsamen. Punkto Panzerung haben beide nicht besonders viel zu bieten. Beim Stritzwagen 103B prallt ein bisschen mehr ab als bei einer Krille. Die lässt so ziemlich alles durch. Dafür sind die Kanonen ungefähr auf demselben Level. Der Stritzwagen ist ein kleines bisschen genauer. Hat allerdings keinen Turm, hat allerdings den großen Vorteil, dass das Tarnnetz und auch das Sichtsystem, wenn ihr denn eins drauf habt, aktiviert bleibt, wenn ihr euch auf der Stelle dreht und euch nicht nach vorne oder hinten bewegt. Grille, drehbarer Turm, sehr, sehr geile Einzielzeit. Ich habe hier einen Waffenrichtantrieb eingebaut, habe eine Einzielzeit von 1,25 Sekunden für eine 150 mm Kanone. Absolut enorm, gibt es nichts dran zu meckern. Bisschen wenig Standarddurchschlag. Da gibt es Mediums, die ungefähr mit demselben Durchschlag unterwegs sind. 279 ist nicht so unbedingt dolle, aber ich finde im Großen und Ganzen einen ziemlich geilen Panzer dementsprechend. Mein Tipp Nummer 2 auf Stufe 10 solltet ihr, wenn ihr TDs habt, unbedingt die Grille fahren. Die gehört dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns die mal im Gefecht an und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Reine Stufe 10 Gefecht, eine Arti pro Seite, drei Aufklärer. Finde ich ein bisschen viel. Haben einen TD auf der rechten Seite. Und ne, zweite TD ist auf der rechten Seite. Mal sehen, ob einer mit auf meine Seite fahren möchte. Nachladezeit etwa um die 15 Sekunden. Sollte man mit Rationen spielen, wenn man dann möchte. Wenn man möchte. Ich habe die lange nicht mehr ausgepackt. Das ist der erste Stufe 10 Panzer, den ich mit einem Master versehen habe. Also ist bei dem Fahrzeug, ich will nicht sagen relativ einfach, aber man braucht halt nicht besonders viel Schaden, um den zu meistern. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. So, erster Schuss AE, denn wir haben drei leichte Panzer.
Keine Ahnung, wo der hinging. So viel Thema genaue Kanone. Schon raus, würde ich sagen. Einmal noch HE, dann werden wir mit Standardmunition weiterspielen. Das war leider nix. Munition auch nicht besonders flott unterwegs, das ist beim Stritzi ein bisschen anders. Auch hier findet natürlich wieder das Hauptgefecht in der Stadt statt. Da gehört es hin. Nee, die wollen nicht. Die wollen nicht mit uns spielen. Wenn einer aufklären würde, wäre super. Das zweite Linienspiel, das ist, oder das Redline-Snipen ist einfach nicht mein Ding. Werden ordentlich weggenommen gerade eben. Panzer ist keiner, der irgendwie den Unterschied bringt. Eins zu drei, boah, sind ordentlich zurück. 9000 Punkte, ne 7000. Brauche ich nicht probieren. Wir werden ordentlich eingeseift. Keine Chance, ja. Reingeben. Also ich werde hier nicht das Zünglein an der Waage sein. Dafür ist es der falsche Panzer. Dann noch einen reingeben. 1900 Schaden haben wir gemacht. Vielleicht nochmal das Sichtsystem anschmeißen. In der Himmelsdorf haben wir natürlich verloren. Boah, der ging daneben. Oder wäre daneben gegangen. Der Baum, der liegt falsch. Da ist eine Grille. Schön versteckt natürlich. Man kann sie natürlich auch ein bisschen aktiver fahren. In puncto Mobilität gibt es ja nicht jetzt unbedingt das Riesenproblem. Zing! Wenigstens einen Kill geholt und 2500 Schaden gemacht. Ah, er schießt auf die Artillerie. Gehen wir da nochmal ein aufs Objekt 140. Gehen dabei natürlich auf. Denken wir, dass es hier auch Ende ist. Ja. Zweite Reihe, Leute. Brauche ich da, glaube ich, nichts erzählen.
Das ist nicht mein Spiel, auch wenn ich es ab und zu mal versuche, auch wenn ich auf dem mein erstes Master hatte, was die Stufe 10 Panzer angeht. Kiste ist. Macht sehr viel Spaß, wenn man so ordentlich fährt, wenn man ein vernünftiges Team hat. Aber wenn man halt nach 4 Minuten schon mit 10.000 HP zurückliegt und dann am Ende noch ein bisschen was rausholt, dann ist das okay, aber letzten Endes kann man da nicht viel machen. Ja. Also, mein zweiter Tipp, was TDs angeht, auf Stufe 10, Panzer, die ihr unbedingt haben solltet, Grille 15. Ja, der Rest, was so an TDs herumfährt, wie gesagt, das Dritzwagen wäre normalerweise ungefähr auf demselben Level. Habe ich mich leider dagegen entschieden. Dürfte wahnsinnig gern anders sehen. Das Dritzwagen ebenfalls eine absolute Macht. Okay, wir machen unsere erste Gunmark drauf. Und dann mal gucken, nach wie viel Gefechten ich da die erste Gunmark drauf gemacht habe. Als erster Platz vor dem Mavic 2.7. Also was den Schaden angeht. Von den Basics-P natürlich nicht mehr annähernd so viel. So, gucken wir schnell im Wehrpass, wie viele Gefechte das jetzt waren. Fahrzeuge. Stufe 10. Grille 15. 475 Gefechte habe ich gebraucht für die erste Gammel. Ach du Schande. Ist ja nicht wahr, oder? Hab ich echt 475 Gefechte gebraucht? Na gut. Okay, ich würde sagen, wir rücken vor auf den letzten Panzer, den man unbedingt haben muss. Und das ist ein Aufklärer, das war der T100 LT. Viele werden sagen, nein, kauf dir lieber den EBR 105, bla bla bla. Der ist meiner Meinung nach nur der zweitstärkste, aber ist dem EBR vorzuziehen. Von dem EBR braucht man extrem geile Fahrskills. Die braucht man für den T100 LT nicht so. Fürs Passiv-Scouten ist der T100 LT deutlich besser geeignet und kann trotzdem frontal ein bisschen was abhalten. Turmpanzerung 180 mm, wenn man sich mit anderen leichten Panzern anlegt, bleibt zumindest am Turm mal ein bisschen was hängen. Beim EBR bleibt es nur an den Rädern hängen. Macht recht viel Spaß, wenn man mit dem halbwegs umgehen kann. Die Megasichtweite hat er auch nicht. Trotzdem ein kampfstarker Leit. Auf das kommt es ja aktuell ein bisschen an. 525 Meter Sichtweite mit der aktuellen Crew und der Ausstattung, die ich hier drauf habe, mit Rationen, mit allem drum und dran. Sehr guter Tarnwert mit 50 bzw. 11,12. Und ja, ich würde sagen, den gucken wir uns als nächstes im Gefecht an. Mal sehen, was der so drauf hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir gelandet. Vier Aufklärer, ein TD, zwei Artilleries. Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht besonders viel dazu sagen. Was im Fahrzeug ein bisschen fehlt, ist vielleicht der Durchschlag auf der HE-Munition, denn die macht natürlich eine ganze Menge aus, wenn man gegen Aufklärer antritt. Sollte man ja, in der Lage sein, den vielleicht ein bisschen schneller auszuschalten. Ihm fehlt natürlich auch der Alpha-Schaden, das ist vollkommen klar. Der Trend geht ja da eher zum Aufklärer mit hohen Alpha-Schaden hin. Aber trotzdem meine allererste Wahl. Ich bin mit dem EBR nie richtig warm geworden. Ich mag den nicht, wenn er im Gefecht auf mich trifft. Ein bisschen Aufklärungsschaden machen. Da ist der WZ. Schießt daneben. Meiner Meinung nach die Kanone noch ein bisschen zu genau. Gerade aus der Bewegung heraus sollte normalerweise nicht so viel Schaden gemacht werden können. Oder so leicht getroffen werden können, finde ich absolut übertrieben, was er teilweise an Schaden rausgehauen wird. Noch keinen Aufklärungsschaden gemacht.
Ist schwierig bei vier Aufklärern. Da hinten stehen die bösen Artilleristen. Werden wir uns um die Artillerie kümmern oder eher nicht? Ist die große Frage. Oder um den WZ? Gegner hat seinen Aufklärer verloren, nämlich sein EBA. Gehen wir da noch mal eine rein. Gehen dabei natürlich auf. Wir haben vom WZ beschossen. Weil jetzt mal ein bisschen auf der Schaden 842 hat der VK wahrscheinlich getroffen. Macht zumindest Sinn. Jetzt die große Frage, kann man mit dem Fahrzeug auch ein paar Heavys unterstützen? Ich würde es nicht empfehlen. Denn wenn ihr da ein bisschen falsch fahrt, habt ihr sofort ein Loch im Bug. Ist natürlich nicht so prall. Gefecht hier komplett zweigeteilt. Auf 7, 8. Also von 7 bis 0 sind wir unterwegs. Der Gegner auf der anderen Seite. Ich will mich hier ein bisschen zum Aufklären einfinden. Hoffen, dass ein bisschen was dabei ist. Der Leopard links von mir könnte zum Beispiel ordentlich Druck machen. Artillerie macht ein bisschen Schaden. Sieht im Großen und Ganzen doch recht gut für uns aus. So ein bisschen rausgehen aus der Sichtweite. Und dem Leopard hier ein bisschen helfen, auch wenn er nicht mehr besonders viel HP hat. Dementsprechend wahrscheinlich eher defensiv fahren wird. Leo, hast du Zeit? Danke. Also wie gesagt, es kommt der Feuerkraft auch an. Da sind wir schon längst. Ah, schade. Habe ich gerade nicht bemerkt, dass da einer mit Premium-Munition um die Ecke kommt. Auch hier wieder nicht der Mega-Schaden oder der Mega-Aufklärungsschaden. Wir hängen gleich noch eine zweite Runde dran und gucken mal, ob das noch ein bisschen besser geht. Meiner Meinung nach, das trifft, glaube ich, auch die Meinung der meisten, ist das der Aufklärer, der zweitstärkste Aufklärer nach dem EBR. Im EBR fällt es halt extrem an Sichtweite, hat eine extrem starke HE-Munition, was natürlich beim Kampf gegen andere Aufklärer wichtig ist. Aber unterm Strich braucht man für den EBR die Fähigkeit, mit Radpanzern gut umzugehen. Fehlt mir, nicht nur mir, sondern anderen natürlich auch, aber es fehlt mir ganz besonders. Und dementsprechend sehe ich den TR-100LT eine ganze Ecke weiter vorne. Es gibt natürlich Panzer mit deutlich besserer Sichtweite. Es gibt auch Panzer, die mit mehr Gewicht und natürlich mit stärkerer Munition unterwegs sind. Aber das bessere Gesamtpaket, nämlich was die Kampfkraft angeht,
sehe ich beim T100LT. So, wir hängen gleich mal unverfroren eine zweite Runde hinten dran. Auch hier wieder nicht scout-lastig, aber wir haben mit drei Aufklärern unterwegs, drei TDs und zwei Artillerie. Ja, mal gucken. Ein Jägerteam, zweimal T100LT und ein EBR. Bei uns ist noch ein Manti mit dabei. Startmäßig 230 Durchschlag, auf Premium-Munition 248. Ist das nicht so der riesengroße Unterschied? Standard-Munition fliegt eine Ecke schneller, 1200 zu 790 Meter pro Sekunde. Und dafür 18 mm mehr Durchschlag. Weiß nicht, ob man da vielleicht auf Premium-Munition verzichten könnte, wenn man denn möchte. Ah, sind schon die ein oder anderen Mediums auf dem ähnlichen Geschwindigkeitslevel. Da haben wir ein E4 und ein 103B. Gleich mal ein bisschen Aufklärungsschaden für mich. Geben wir dem VZ eine mit. Und da noch mal eine rein. Also, Punkte Kampfstärke. Wie gesagt, Bombenfahrzeug, gibt's nix. So wird's halt nicht übertreiben. Und sich eventuell doch ein bisschen auf Scouten konzentrieren. EBR hat's auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Ach, daneben. Rechts läuft's gut. Gegen hat sich hier fast komplett zurückgezogen. Ja, wir werden uns ja auch ein bisschen aus der Affäre ziehen. Haben wir keinen Schuss drauf, schade. Sind wir wieder offen? Nee. Man sieht also, dass es den Panzer... Boah, nur die Kette getroffen. Schade. Dem Panzer echt an Sichtweite fehlt. Also im EBR. Ne, kommen wir nicht durch. Nicht an der Seite von dem Turm. Aber an der Seite kommen wir durch. Noch mal ein bisschen Schaden. Kette ist gezogen. Wenn er jetzt gerade rausnimmt, ist das ebenfalls mal ein Unterstützungsschaden. Jawohl. Gegner komplett eingekesselt. Ist eher ein Nachteil für einen Aufklärer. Also man sieht, es bleibt doch ein bisschen was hängen. Na, beim Kampf Aufklärer gegen Aufklärer habt ihr tatsächlich so eure Möglichkeiten, das Ganze auch ein bisschen unbeschadet zu überstehen. Wenn ihr euch nicht immer auf die Panzerung verlasst, könnte es auch ja, hier und da mal eine gute Runde geben. Bam, haben wir mal hier weggeblickt. Den kleinen Sack. RAM 127 zu 127 habe ich noch nie erlebt. Wir werden hier ein bisschen cappen, den Rest machen, glaube ich, die anderen unter sich aus. Ein bisschen Kampfstärke gezeigt, ein bisschen wenig Aufklärung, aber ich glaube, bei der Runde brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist, ja. Abgeprallt. Der nimmt mich jetzt nicht raus, oder? Nee, raus nimmt er mich nicht. So, 15 zu 3. Also, meine Tipps für Panzer auf Stufe 10, die ihr unbedingt haben solltet. Mediums, SDB1. Ja, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen schwierig angestellt.
Aber der Subject 140 gehört auf jeden Fall mit dazu und der STB-1 gehört natürlich mit dazu. Bei den schweren Panzern ist es nach wie vor der Super Conquerer, der mir sehr viel Spaß macht, wenn ich den mal rausfahre. Und der Franzose, der AMX M4, boah, wie heißt der nochmal? Schrecklich. Armfix M454, ganz genau. Bei den TDs sind wir im Bereich Objekt 268 Version 4 und Grille 15, glaube ich, gut aufgestellt, wenn wir mit denen unterwegs sind. Wie gesagt, Stritzwagen 103B macht ebenfalls noch Sinn. Und beim Aufklärer ist der T100 LTE. Artillerie, keine, wie in allen anderen auch. Jo. Ihr dürft wahnsinnig gern anderer Meinung sein und mir das bitte unten drunter kommentieren. Es täte mich interessieren, was ihr davon haltet. Was ihr jetzt für meinen Runden haltet, das könnt ihr gern für euch behalten. Ich weiß selber, dass die jetzt nicht unbedingt top waren. Es ging nur darum, das Fahrzeug ein bisschen zu zeigen. Die Mega-Runden fallen für mich aktuell nicht ab. Da fehlt mir deutlich die Zeit und ich will nicht alles mit Replays vollkleistern, sondern ein bisschen was von meiner eigenen eingeschränkten Fahrleistung zeigen. Dementsprechend seid mir bitte nicht böse, wenn es nicht immer auf dem Top-Niveau ist, wie ein Dark Hilser, Mausakrobat, Mailand oder sonst irgendjemand fährt. Da komme ich nicht hin. Das wird auch nie passieren, dass ich irgendwann mal auf dem Level fahre. Es gibt hier und da mal eine Runde, die ich mit denen vergleichen kann, aber unterm Strich fahre ich ab einem deutlich schlechteren Niveau. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber, sondern ich mache das nur aus Spaß. Und nicht für Geld. So, das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.